Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Morgen also ist diese Hochzeit von Nico, der ja immer vorgebetet hat. Ihr kennt ja seine Stimme, er betet immer nach mir oder mit mir. Morgen ist diese Hochzeit, das darf man ruhig sagen auch, und das soll man auch sagen, weil viele haben mir gesagt, ja, er kommt immer morgens und abends so treu zum Beten und eigentlich müsste ihn fast irgendein Kardinal trauen morgen. Für die Verdienste, die er für die katholische Kirche gemacht hat, in seiner Treue allein schon, müsste ihn irgendwie ein römischer Kardinal, ich wüsste jetzt nicht wer, aber wer da kommen könnte, aber das meine ich jetzt irgendwo in einer gewissen Weise ernst. Ernst vor allem auch wegen seiner Treue, die er gehabt hat. Und die Treue, die alle so haben, die jetzt da vor mir so sitzen, die morgens oder am Abend auch, es gibt ja wie zwei Teams, die miteinander so diesen Rosenkranz vorbeten. Also die Treue ist schon etwas ganz Wichtiges. Und diese Treue, die verspricht man sich morgen dann. Die habt auch ihr, wenn du jetzt vielleicht mit deiner Frau, mit deinem Mann auf dem Sofa sitzt und den Rosenkranz mitgebetet hast, oder er sitzt am Frühstückstisch und du bist noch am Rosenkranzer. Ihr habt euch diese Treue damals auch versprochen. In guten Tagen und in schweren Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Und eben bis der Tod uns scheidet. Und diese Treue, das ist eben auch so diese Hingabe. Es ist eben auch so diese Liebe, die man einander verspricht. Aber wir können das nur wirklich leben, wenn wir Gott in unserer Mitte haben. Und deshalb ist bei jeder Hochzeit Gott der Dritte sozusagen im Bund, wenn die Eheleute sich dieses Sakrament spenden. Und er allein, er muss so diese Treue, er muss diese Treue segnen. Er muss die Gnade dazu geben, dass man diesen Weg auch so gehen kann. Denn weil es kann so ganz leicht kommen, dass man eben auseinander sich lebt, dass es Verletzungen gibt, Enttäuschungen gibt, dass man so denkt, was kommt jetzt und was kommt jetzt? Kann man nicht denn so spannend, das ist so, und was kommt jetzt? Das ist so diese Frage, gell? Und diese Frage, die muss immer irgendwo so, die muss wie vom Heiligen Geist erfüllt sein. Er muss es zeigen, er muss es so machen. Und wenn ich jetzt so diesen Segen gebe, euch gebe auch nach Hause hin, wo immer ihr so seid, dann hebt euch so an den Händen. Sitzt nebeneinander und ich gebe euch den Segen. Und vielleicht denkt ihr auch an eure eigene Hochzeit zurück damals. Ich weiß nicht, wie lange ihr verheiratet seid. 17, 18 Jahre vielleicht oder so. Wir haben ja lauter jüngere Paare, die mitbeten. Vielleicht haben manche auch 20 Jahre schon hinter sich. Also 20 Jahre Ehe, meine ich. Aber wir wollen das jetzt alle, ich schicke euch jetzt allen den Segen. Und wir wollen so beten und den Segen auch erbitten, so für schöne, neue Familien, Ehepaare, so für diese Erneuerung der Kirche auch. Denn Kirche und Familie, das gehört wie zusammen. Das große Vorbild und das kleinere Abbild, die Hauskirche. Wollen wir Gott für euch alle zu Hause jetzt um seinen Segen bitten. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle Erquickung in sich birgt, Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.